Hallo Liebe, willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich einige richtig gehypte Produkte aus dem DM mit euch unter die Lupe nehmen und sie mit euch live testen, wie sie mir gefallen, beziehungsweise manches habe ich schon so ein bisschen vorgetestet, wenn man da mehrere Anwendungen gebraucht hätte. Erstmal hype ich euch aber mal wegen was anderem, und zwar gibt es endlich wieder einen Rabattcode bei Kein Frosy Hair. Ihr bekommt 15% auf den gesamten Shop mit dem Code HAIR15. Mindestbestellwert sind 30 Euro einfach nur. Holt euch am besten die Sets, das spart ihr sowieso schon, und dann noch mehr. Holt euch einen Vorrat. Ihr wisst, immer wenn wir Rabattaktionen haben, ist unser Lager sozusagen ja leer. Aber das ist nicht alles. Wir haben endlich auch wieder neue Produkte im Shop. Ich freue mich so sehr, sie euch zu präsentieren. Da raschen es schon. Und zwar kennt ihr schon unseren wunderschönen Kamm in diesem einzigartigen Kein Frosy Hair Design. Und auch auf euren Wunsch gibt es jetzt zwei neue Kämme genau aus diesem Look. Und zwar einmal dieser beliebte Kamm in der Mini-Version. Das ist nämlich super praktisch für die Handtasche oder auch für kürzere Haare oder, wofür ich sie jetzt schon seit Monaten verwende, für meinen Sohn, um ihm die Haare zu kämmen. Also der ist wirklich super für Kinder. Das ist ja hier so gemacht, dass nichts piekst und kratzt und es super angenehm ist, damit durch die Haare zu fahren. Und es ist, wie gesagt, genau wie der große. Das heißt, perfekt, wenn ihr zum Beispiel solche Wellen macht, da nochmal durchzugehen. Das hat einfach den Effekt, dass es dann nochmal schöner fällt, aber es macht euch nicht die Locken und die Wellen kaputt, aber eigentlich für alle Haartypen geeignet. Und dann nochmal dieser super praktische Stielkamm. Das heißt natürlich hier zum Abteilen, zum Frisieren, wenn ihr Sleek-Looks machen wollt, weil das ist ein ganz, ganz feiner Kamm. Dem könnt ihr so richtig schön die Haare nach hinten kämmen, abstehende Härchen damit bändigen oder auch euren Haaren mehr Volumen schenken, indem ihr das zum Toupieren nimmt. Also das ist wirklich so ein multifunktionales Teil. Die sind thermoplastisch, das heißt hitzebeständig und auch wieder natürlich handgemacht aus der Schweiz, wirklich hochqualitativ und aus Zelluloseacetat. Das ist aus einem nachwachsenden Rohstoff dann hergestellt. Also auch da, Leute, schnell sein, solange der Vorrat reicht. Kommen wir zu den DM-Produkten, und das hier ist mir wirklich so oft begegnet, der Magic Filter Glow Booster Essence. Und ich habe mir den ehrlich gesagt geholt, bevor ich überhaupt mitbekommen habe, dass das ein Hype ist, weil ich schon dachte auch, echt interessantes Produkt, sehr hübsches Packaging. Es ist nämlich nicht wirklich ein Highlighter, nicht wirklich eine Foundation. Es soll auch sehr viele Funktionen haben. Das heißt, ihr könnt es alleine auftragen, dass es eine leichte Deckkraft hat und das dann eben auf das ganze Gesicht, an bestimmte Stellen, oder ihr tragt es über das Make-up auf. Jetzt ist halt die Frage, ist es wirklich so ein tolles Produkt, weil es eben auch so viel kann, oder ist es dann wieder nichts Halbes und nichts Ganzes? Also ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt, weil ich auch diese verschiedenen Anwendungen für euch austesten wollte, und ich kann sagen, Leute, es ist wirklich genial. Man muss natürlich wissen, ob man das mag. Das ist eben ein purer Glow, und das heißt, wenn ihr das auf das ganze Gesicht auftragt, heißt, es bringt schon sehr viel Frische drauf. Also ich habe es jetzt zum Beispiel eher auf den Wangen hier aufgetragen, damit ihr das seht. Und ihr seht auch schon, es ist wirklich schon ein bisschen so ein Hybrid aus Make-up und Highlighter. Deswegen auch wirklich was Besonderes. Im ganzen Gesicht wäre es mir persönlich zu viel. Also deswegen insgesamt von mir ein Daumen hoch für dieses Produkt. So, das hier testen wir jetzt aber wieder live zusammen. Und zwar Essence Brow Lifting Gel Set. Ist auch öfters ausverkauft, weil es eben sehr beliebt ist. Ich verstehe schon mal vom Packaging her den Hype, weil es wirklich super süß ist. Mit diesem kleinen Bürstchen hier drin, und auch sehr praktisch, dass ihr da extra auch eine Halterung dafür habt. Ist ja nochmal so abgeschrägt, damit ihr so direkt hochbürsten könnt. Und ich komme jetzt mal näher und dann testen wir das. Und ich liebe ja solche Produkte. Das soll auch eben die günstigere Alternative sein zu diesem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Ist wirklich komplett klar, ist ein Wachs. Und ich brauche da kein zusätzliches Produkt, weil ich hatte mal ein Catrice Wachs und das war wirklich komplett trocken. Das habt ihr auf jeden Fall nochmal ansprühen müssen. Ich merke schon, man braucht sehr wenig, deswegen auch ein sehr, sehr, sehr feines Bürstchen. Also die Bürste ist schon mal der Burner, Moment, ich brauche schon. Weil diese buschigen, voluminösen Augenbrauen, die sind ja so in. So, lassen wir das mal trocknen. Ein Tipp ist übrigens auch, wenn ihr das so richtig verstärken wollt, nochmal hier mit eurem Pinselstiel, da ist jetzt natürlich hier super klein, drüber zu gehen. Das klebt nochmal richtig die Augenbrauen dran. Also auch hier kann ich den Hype bestätigen. Es ist super easy in der Anwendung. Es ist nochmal stärker als dieses Augenbrauen-Wachsstifting, aber es klebt nicht so krass wie das ein oder andere Augenbrauen-Gel, was ich habe. Und für den Preis, auch mit dem ganzen Packaging und drumherum, finde ich das ein sehr geniales Produkt. So, und das letzte Make-up-Produkt hier in diesem Video ist eben dieser Doppelstift. Den hatte ich euch mal im Haul gezeigt und wollte euch da auch mal
Feedback geben. Ich habe ihn schon ein bisschen ausgetestet, aber hier seht ihr es auch nochmal natürlich in der Anwendung. Das ist einfach nochmal ein Konturstift mit einem Highlighter. Kann man machen, also ich hätte es jetzt nicht wegen dem Highlighter gekauft, sondern einfach mehr wegen diesem Konturstift. Ich trage solche Produkte lieber mit einem Pinsel auf, dann habt ihr mehr Kontrolle als direkt mit diesem Stift, vor allem an der Nase. Da ist wirklich das Konturieren so fein. Kleiner Minuspunkt ist, dass er einen Tick zu rötlich ist. Also er könnte aschiger sein für meinen Geschmack. Ich habe übrigens Medium. Aber ansonsten lässt er sich sehr gut verteilen, sieht sehr natürlich aus, wird auch nicht so schnell fleckig. Ich habe es euch jetzt trotzdem auch nochmal aus der Tube sozusagen gezeigt, damit ihr mal noch die Farbe seht und wie der Auftrag wäre hier so an den Wangen. Von daher aktuell meine Drogerie-Alternative zu dem teuren Fenty-Stift, den ich habe, wo ich aber sage, ich gebe ihm jetzt nicht 100 von 100 Punkten, aber ich finde ihn gut und kann man auf jeden Fall, wenn man konturieren möchte, sich anschauen. Dann kann man eigentlich sagen, ein Oldie but Goldie, Balea-Reinigungsöl mit Arganöl. Ich habe damals, dieser Hype ist eigentlich schon ein paar Jahre her und jetzt ist der Hype wieder da oder hat nie geendet. Ich habe das aber so verstanden, dass es das eine Weile nicht gab. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Wie immer auch mit allem anderen, kommentiert gerne, wenn ihr eins der Produkte auch zu Hause habt. Ist mir das wieder ins Auge gestochen, deswegen glaube ich auch, es war ausverkauft. Das ist, wie der Name schon sagt, einfach ein Abschminköl. Ihr tragt es auf, massiert es schön ein, wascht es ab. So ist auch die Anwendungsempfehlung. Leute, auch hier wieder, ich kann den Hype echt jetzt verstehen. Ich habe da gesagt, was kann jetzt daran so toll sein? Es ist so angenehm beim Abschminken. Es schminkt wirklich sehr gut ab und es brennt nicht in den Augen. Ich würde nur sagen, es ist jetzt eine Kleinigkeit. Man braucht definitiv mehr als da draufsteht. Ich glaube, 2 bis 3 Pumpstöße, sagen die. Und ich habe es auch bei natürlichem Make-up, wenn ich wirklich nur ein bisschen Wimperntusche und Concealer drauf habe, so im Alltag ausprobiert. Weil es halt einfach dann doch so einzieht oder sich nicht, ja, es verteilt sich besser, wenn ihr mehr nehmt. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, nehmt ruhig mehr davon. Und ich persönlich finde es besser, danach nochmal schon ein Reinigungsgel, ein Reinigungsschaum, irgendwas nochmal Seifiges fürs Gesicht zu nehmen, um wirklich die letzten Reste und auch dieses Ölige zu entfernen. Also wirklich absolut der Hammer. So, es ist nicht alles Gold, was glänzt, denn jetzt kommen wir zu diesem Balea Parfüm Body Spray. Oh mein Gott, war das auch überall. Und dann, ich hatte es auf dem Aufsteller gesehen, habe gesehen, es ist neu, habe damals dran geschnuppert und dachte so, weiß nicht. Irgendwie, und dann wollte ich es nächstes Mal wiederholen und es war ausverkauft. Es war ein leergeräumtes Regal. Also das ist wirklich beliebt. Und dann habe ich es mir halt doch nochmal geholt und dachte so, okay, vielleicht habe ich irgendwas verpasst, ne? Aber ich meine, es ist halt immer Geschmackssache, aber der Duft ist leider wirklich nicht meins. Also ich habe es jetzt auch ein-, zweimal aufgetragen, dass ich es auch so, ne, an mir merke und nicht nur so hier dran zu schnuppern. Weil wie gesagt, als ich hier dran geschnuppert habe, ich dachte, 50-50. Aber der Geruch gefällt mir leider gar nicht, Leute. Aber wenn er euch gefällt, kann ich positiverweise sagen, er hält auch den ganzen Tag. Von daher, aber dadurch, dass mir der Duft nicht gefällt, habe ich mir gedacht, kann es jetzt endlich mal verfliegen, weil es nicht mehr riechen konnte. Kommen wir zur Pflege. Und zwar auch ziemlich neu von Garnier Skin Active, diese Vitamin C Augentuchmasken, Augenpads. Ich war sehr skeptisch. Ich hatte mir die auch schon ewig geholt. Hatte in der Zwischenzeit diese Augencreme mit Vitamin C getestet von Garnier in einem der letzten Videos euch gesagt, dass ich davon sehr enttäuscht war. Und dann dachte ich so, oh je, jetzt habe ich auch noch diese Pads. Aber die finde ich dann doch wieder um einiges besser. Erstens mal, wie der Name schon sagt, es sind Tuchmasken. Also die sind so ganz leicht. Es ist nicht dieses Gelige. Die sind nicht zu krass getränkt, nicht zu trocken. Und sind orangefarben und riechen gut. Ich sage es nochmal dazu, weil von der Verpackung könnte man doch denken, das sind so Gelpads. Ne? Das finde ich ein bisschen irreführend. Viel angenehmer. Diese Gelpads, ich finde immer, die rutschen so rum und drücken irgendwie. Und die zu tragen, ist viel, viel schöner. Und ich sehe einen leichten Effekt. Es ist nicht die Welt. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, life-changing. Aber es ist halt oft so mit diesen Augenmaskengeschichten. Es bringt so ein bisschen Frische. Ich bin immer noch ein Riesenfan von Rosenwasser unter den Augen. Vielleicht gibt es ja meine Rosenwasser-Version. Diese Augenpads, die man sich drauf macht, angenehm zu tragen sind und ein bisschen Frische bringen, könnt ihr es machen. Und hatte ich euch auch in einem der letzten Videos gezeigt, das neue Alverde Deo. Das ist ein Stick, Pure Fresh, ohne Aluminium. Wie immer sagen die 24 Stunden halt. Keine Ahnung, cremig, frischer Duft. Leute, cremig ist das Stichwort. Ich habe noch nie einen Deo-Stick gehabt, der so cremig ist. Also, dass ich schon irgendwie gedacht habe, was ist denn los? Eure Achsel ist schon fast nass.
aber ich finde es nicht mal so negativ. Also es ist wirklich im Auftrag super, super sanft, super ja auch so erfrischend und es fühlt sich so pflegend an, es fühlt sich so zart an, weil es halt eben so richtig schmilzt an eurer Achsel. Das klingt jetzt komisch, aber so ist es. Von daher glaube ich für empfindliche Achselchen oder alle, die halt diesen Effekt mögen, gut. Der Duft ist so, es ist halt Alverde. Manchmal klappt es mit den Düften, manchmal ist es so. Es riecht schon sehr, sehr so nach Naturkosmetik, sagen wir mal so. Cremig, frisch finde ich den Duft nicht. Ich finde ihn halt, wie so oft bei Alverde, einfach so kräuterig. Von der Haltbarkeit, also wie es hält, ich muss immer dazu sagen, ich bin jetzt nicht der krasseste Schwitzer. Für mich reicht das. Ich kann jetzt aber kein Feedback dazu geben, falls man jetzt übermäßig schwitzt. Ihr Lieben, nutzt unbedingt den Rabattcode schaut bei keinem von sie her vorbei und gebt einen her 15. Kauft schön auf Vorrat ein, bevor die Sachen wieder weg sind. Und holt euch die Kämme, Leute. Holt euch unbedingt die Kämme, dann habt ihr ein wunderschönes Set zu Hause mit dem anderen. Und die sind, wie gesagt, mega praktisch, mega Qualität. Könnt ihr auf jeden Fall euch auch anschauen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.